Trotz geringer Meldungen wegen der Feiertage ist die Inzidenz den vierten Tag in Folge gestiegen. Um in der Corona-Krise gewappnet zu sein, sollte Deutschland aus Sicht von Christian Lindner bei Bedarf innerhalb eines Monats die gesamte Bevölkerung impfen können. Außerdem kündigt der Finanzminister ein Corona-Steuergesetz an. Heißt, Hilfsmaßnahmen sollen geschaffen und auch erweitert werden. Perdita Heise mit Einzelheiten. Kaum hat das neue Jahr begonnen, werden hier in der historischen Fabrik im Berliner Stadtteil Moabit die ersten Spritzen aufgezogen. Gleich am Morgen des 1. Januar kommen die ersten Impfwilligen zur Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung. Wenn man nicht jetzt irgendwie fertig ist vom Reinfeiern, dann kann man auch einfach direkt mal sich einen frühen Termin raussuchen, um die Boosterimpfung zu holen. Schließlich hat Bundeskanzler Olaf Scholz für Deutschland ein hohes Ziel gesteckt. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, jetzt im Januar noch mal 30 Millionen Menschen in Deutschland zu impfen. Wir haben keine andere Wahl. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Denn die Inzidenzen steigen wieder. Dabei wurde über die Feiertage weniger getestet und bei positiven Ergebnissen seltener untersucht, welche Variante die Infektion verursacht hat. Statistiker aber gehen davon aus, dass schon in einer Woche Omikron die dominierende Variante sein könnte. In Niedersachsen hat sie sich bereits durchgesetzt. Zwar verursacht Omikron ersten Studien zufolge weniger schwere Krankheitsverläufe. Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt jedoch, dies bedeute keine Entwarnung für ältere Ungeimpfte und mahnt, die erste Impfung senkt bereits nach 14 Tagen das Sterberisiko drastisch. Ich appelliere an die Menschen, lassen Sie sich impfen. Auch striktes Masketragen sei ein wirksames Mittel gegen die Ansteckung mit Omikron. Denn die Viruslast sei bei Omikron niedriger, deshalb würden Masken besonders gut schützen. Bundesfinanzminister Christian Lindner geht noch weiter. Er will Deutschland darauf vorbereiten, angesichts möglicher weiterer Corona-Wellen die gesamte Bevölkerung innerhalb eines Monats impfen zu können. Zudem kündigte Lindner ein Corona-Steuergesetz an. Darin werden eine Reihe von Hilfsmaßnahmen geschaffen oder erweitert. Niemand sollte durch Steuerschulden während der Pandemie in den Ruin getrieben werden. Bund und Länder müssen nun eine Strategie für die kommenden Wochen entwickeln. Die Infektionszahlen, die wir kennen, sind hoch genug, um zu sagen, es ist jetzt wirklich eine neue Welle da. Wir werden voraussichtlich am 7. Januar zusammenkommen und mit dann aktuellen Empfehlungen der Expertenkommission ausgestattet sein, um zu beraten, ob wir in dem bisherigen Regime fortfahren können oder ob es noch zusätzliche Maßnahmen braucht. Denn die Pandemie ist noch lange nicht vorbei.